Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Let's Play Saints Row the Third. Wir sind immer noch da, wo wir aufgehört haben, vor dem Tuningladen mit unserem Auto, was wir nach einer halben Stunde Suchen auch gefunden haben. Unser Freund Aurentius macht hier die Polizisten wütend. Sie schmeißen mich aus meinem Auto, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Was ist denn jetzt? Jetzt sind wir hier vorne gespawnt. Rette das Auto. Ja, unser werter Kollege hier ist ein bisschen aggressiv. It's good to be the best. So, unser Auto bleibt unser Auto. Wie werden wir jetzt die Bullen los? Wir müssen. Wie viel Geld hast du? Wenn hier welche ankommen, sind wir nämlich am Arsch. Ja, da kommen sie nämlich. Hast du genug Geld, um das scheiß Geschäft zu kaufen? Da können wir uns darin verstecken. Nein, mach ich nicht. Wie viel kostet das Dreckgeschäft? Scheiße, wie viel hast du denn? 4000. Na super. Was machen wir jetzt? Du folgst mir einfach. Dann sind wir nicht gleich los. Kauer mich jetzt hier in die Ecke und muss kacken. Okay, die sind schon wieder da. Die nehmen mir auf den Sack. Wir laufen einfach im Kreis. Wie viel Geld hast du? Ich hab auch nur 3000 irgendwas. Kann ich dir das irgendwie geben oder so ein Scheiß? Ich hab 4300. Du musst das aber auch kaufen. Du musst es beide kaufen. Ja. Ja, ich habe auch mein Geld gefunden. Ich kaufe das Ding mal. So, ich habe das Ding jetzt gekauft. Wie konntest du das denn jetzt kaufen? Ich denke, das kostet 5000. Ja, ich habe so ein komisches Geldpaket. So eine Geldpalette gefunden. Ja, du müsstest jetzt hier mal hinkommen und glaube, den Laden musst du, glaube ich, jedenfalls kaufen. Ja, wir sind hier gleich los. Ich fahre jetzt mal kurz einen Bogen. Denn ich will ihn dieses Auto nicht nochmal suchen müssen. Es war schon. Hat schon lang genug gedauert, das zu finden. Und es wäre. Aggressiv sind hier nur noch die Morningstar. Ja, nein, die Deckers sind das, glaube ich, die. Okay, lol. Ich habe versehentlich irgendein Auto gespawnt. Okay. Wenn du wiederkommst, wird's lustig. So, kurz das. Ding wieder suchen, ich glaube, wir waren hier. Ja, hier ist wieder die Leuchtreklame. Gleich sind wir wieder da. Sind die Typen immer noch angepisst? Polizei und du hast das Genki Manipult gespawnt. Jetzt rammen diese Hunde mich. Wenn die jetzt wieder aggro sind, dann bin ich. Nein, die haben bis jetzt keine Wanted-Stellen. Diese Leute. Also, ich habe mich verklickt und habe jetzt dieses lustige Fahrzeug gespawnt. Ich habe hier ein paar von diesen türkisen komischen Leuten. Warte, ich brauche hier mal ein paar andere. Oh, den habe ich überfahren. Das scheint sie nicht so zu freuen. Ey. Kurz aussteigen. So. Ey, die überleben das. So. Ich habe nicht genug, um das Ding zu kaufen. Aber es wäre schön, wenn die jetzt mal los wären. Vielleicht gehen wir einfach mal rein und gucken. Sollte aber nicht das Auto verlassen, das klaut gleich irgendeiner. Nein, komm einfach rein. Ich schwör's dir, wenn das Auto gleich weg ist. Auf einmal war es weg und jetzt ist es wieder da. So, Halleluja. Jetzt ist los. Und ja, unser Auto ist ein bisschen demoliert, aber. Drin repariert, so. Kurz zurücksetzen, damit sie das Tor wieder aufmachen. Und wir sehen jetzt hier den Tuningladen mal von innen. Eternal hat angerufen, aber das ist uns egal. So. Wir sehen, wir müssen $190 fürs Reparieren bezahlen. Das finde ich jetzt schon gar nicht lustig, aber wir sind wieder in Schuss und jetzt tunen wir es erstmal. So. Ja, und ich stehe genau zwischen dem. Okay. Läuft. Passt. Jetzt gucken wir erstmal. Die Farbe werden wir dann noch ändern. Wir sehen ja erstmal, wie die Extras, die muss aufs Dach hängen können. Wir werden da ganz normal diese. Verstrebung oder wie man es nennen soll, nehmen, die ja bei einem kommen, die fast immer drauf sind. So, das ist unsere Front, aber die lassen wir so. Die Motorhauben, da werden wir diese hier nehmen. Heckstoßstangen können wir auch ändern, haben wir hier auch diverse Optionen. Können wir mal kurz durchgucken, hier können wir mal diese hier nehmen. Seitenschürzen können wir auch anbauen, machen wir auch. Eine Fensterverkleidung hängen wir auch hinten rein.
und Aufkleber, die hängen hier an der Fensterverkleidung mit dran. Sieht man hier rechts, so die Farbe ändern, die machen wir weg. So, jetzt die Räder. Da können wir jetzt Felgen dranhängen. Man könnte an jeder Achse verschiedene Felgen hängen, das macht aber meiner Meinung nach eher weniger Sinn, weil es einfach scheiße aussieht, wenn du an zwei Achsen jeweils zwei, also wenn du an beiden Achsen insgesamt zwei verschiedene Räder dran hast. Sieht so ein bisschen komisch aus, wir haben jetzt hier auch wieder eine massive Auswahl an Rädern, die wir da dran bauen können. Ach, dann werden wir die sich einfach mal nehmen, wenn die bisschen flacher machen. Wir sehen, wie flach es geht. So. Können die auch noch irgendwo ändern von der Farbe her, glaube ich. Was war das jetzt? Diese hier, glaube ich. Aber das können wir gerade die Farbe von den Rädern nicht ändern. Ich glaube, das kommt aber noch. Lackierung. Das gucken wir mal hier durch. Wir haben hier wieder eine breite Farbpalette zur Auswahl. Also ich wäre ja für schwarz. Weiß, oder rot. Weiß, die dann müssen noch für den Wagen. Ich kann es dir ja mal zeigen, wir können es auch nochmal umlackieren. Also. So viel kostet das Lackieren jetzt auch nicht. So. Zierstreifen. Können wir kurz gucken. Das sind hier diese Dinger da überall dran. Hier, jetzt sehen wir, wir können die Felgen verändern. So. Scheiben können wir auftönen. Innenausstattung sehen wir dank der getöteten Scheiben eh nicht mehr, machen wir mal schwarz. Und ein Unterbodenlicht, da haben wir jetzt noch eine größere Farbpalette. Kein Pink. Oh. Welche Unterbodenlichtfarbe? Was sagst du? Blau, Rot, Blau. Gold. Nehmen wir mal. Neongrün, Neongelb. Nehmen wir jetzt einfach mal. So, dann wäre jetzt auch das Auto lackiert. Man könnte noch was an der Leistung ändern, aber das ist ziemlich teuer, das werden wir jetzt anfangs mal nicht machen. Drück jetzt mal auf Fortsetzen. Und wir wurden schon gewendet und kommen jetzt wieder hier raus. Ja, und dann haben wir jetzt auch unser Wunschauto. Wir haben einen schönen weißen 5er BMW Kombi mit schwarzen Scheiben, schwarzen Felgen, einem schönen Unterbodenlicht, einem qualmenden Polizeiwagen im Hintergrund. Und was jetzt leider so ein bisschen verloren gegangen ist, sind jetzt gerade bei mir irgendwie gerade an der Front die Scheinwerfer, die bei mir nur komplett schwarz sind. Ich weiß nicht, ob das gerade an einem Bug liegt. Die Zierdingens. Der hat die Seiten schwarz gemacht. Aber die Zierstreifen meine ich, aber er hätte sie ohnehin, dann hätte er sie grau gemacht, dann hättest du die Dingens eh nicht gesehen. Also ich sehe jetzt zwei frontale Lampen momentan. Ich sehe halt nur noch so einen schwarzen Strich, wo Licht rauskommt. Okay, ja, doch, da hast du gerade irgendwie recht. Ich kann mal kurz reinfahren, nochmal gucken. Das müsste an den Zierstreifen liegen, denke ich mal. Nein, das sind nicht die Zierstreifen. Okay. Dann lassen wir es jetzt einfach so, das sieht ja nicht schlecht aus. Und fahren jetzt unser Fahrzeug zurück zum Domizil. Ja, das werden wir jetzt gleich machen. Das hier ist halt eine kürzere Folge, sollen wir das mal so betiteln. Es ist halt so gesagt der zweite Part von unserem Auto. Ich kann dir sagen, woran das liegt, dass die Dinger schwarz waren. Das ist, weil ich die Scheiben getönt habe. Der hat die Scheiben von den Scheinwerfern mitgetönt, aber kein Thema. Ich werde da jetzt mal statt schwarz, wie wir es eben hatten, mache ich da einfach mal ein Grau. Wir hatten gerade eben 100%ige Deckkraft. Wir werden jetzt mal nur noch 60%ige Deckkraft nehmen. Und jetzt sehen wir auch die Scheinwerfer wieder. So, jetzt zufrieden? Ja, so sieht es doch wesentlich besser aus. Dann steige ich jetzt mal hier ordnungsgemäß ein. Fahren zurück. Ja, wir können noch mal kurz gucken auf der Karte, was wir jetzt noch auf der Karte alles haben. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas anderes Interessantes, wo wir mal kurz hinfahren könnten. Ich weiß nicht, was würde es sich denn lohnen noch zeigen hier in der Stadt? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fahren jetzt schnell über die Brücke zum Flughafen. Genau, wir könnten noch einen Rundflug machen eigentlich und fliegen dann zum Domizil. Genau, das machen wir jetzt auch. Der Wagen ist ja so oder so gesaved, dadurch, dass du ihn bearbeitet hast. Dann fahren wir jetzt einfach zum Flughafen und ich fliege uns eine schöne Runde nochmal durch die Stadt. Ja, so verlängern wir das jetzt hier auch so ein bisschen. Genau, und kommen dann etwa so auch auf unsere normale Länge.
einer Folge, die ja mittlerweile, glaube ich, bei einer halben Stunde liegt. Wir hatten mehrere, die eine halbe Stunde lang sind. Jetzt haben wir natürlich schon eine schöne Beule wieder im BMW drin, ne? Das ist jetzt zwar nicht so schön, aber okay, wir fahren jetzt einfach mal zum Flughafen. Ich hoffe, dass wir jetzt da auch das vernünftige Flugzeug finden. Also nicht jetzt diesen Kampfjet. Nein, Kampfjet wollen wir nicht. Wir wollen ein schwarzes Passagierflugzeug. Werden wir gleich fliegen. Ich hoffe, dass hier ist nicht nur eine Brücke, sondern der komplette Highway durch die Innenstadt. Sieht aber so aus. Jetzt können wir nämlich schön aufs Gas drücken hier. Ja, das ist der komplette Highway durch die Innenstadt. Und ja, bevor wir hier gleich ein, zwei Fragen offen lassen. Wir würden ja gerne gleich auch ein Flugzeug, so gesagt, mitownen. Aber wie gesagt, unser Domizil lässt aktuell nur eine Garage für Kraftfahrzeuge zu, also keine Flugobjekte. Das wird sich im Laufe der Geschichte noch ändern. Ich spoiler hier jetzt nichts. Also, und, es wird noch. Leider war das jetzt doch nicht der komplette Highway, aber wir sind schon fast da, wieder bei der Lack- und Lederwerbung, die wir ja schon mal gesehen haben. Tut mir leid. Okay. Wir standen gerade kurzzeitig auf zwei Rädern ohne Sinn und aber Verstand. Noch. So, was ich sagen wollte. Genau, wir können natürlich auch den Flughafen kaufen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube aber aus dem Kopf raus sagen zu können, dass der $20.000 kostet. Ich bin da nicht sicher, das kann sich jetzt auch. Kann jetzt auch. Alter, dumme Leute, sagen wir mal, Straßen. Das kann jetzt auch falsch sein, aber wenn ich mich richtig erinnere, kostet der Flughafen $20.000. So, wir fahren mal aufs Gelände. Hatten wir eigentlich eben eine Fahrt durchgerammt, als wir auf zwei Rädern gefahren sind? Ich bin hinten in so einen Kombi oder was war das? Nee, in einen Jeep oder sowas reingefahren. Okay, dann fahren wir jetzt mal geradeaus. Über das Rollfeld, in der Hoffnung nicht überfahren zu werden. Wobei ich glaube, dass unser Flugzeug schon links rechts irgendwo steht. Ja, da steht es. Moment, da, stopp. Da, aber hier vorne ist noch eins, bin ja. Schon ausgeschieden. Ich werde dich dann raus navigieren, ne? Oder willst du fliegen oder so? Ja, ich. Lass mich mal fliegen, deine Fahrkünste reichen. So. Wir sehen hier wirklich das stylische, schwarze, kleine Privatflugzeug. Ja, diese großen weißen können wir da nicht besteigen. Und ja, hahaha, für die kleinen Kinder, ja, ich habe steigen gesagt. So, bist du drin? Ja. Setz mal zurück, langsam, Kumpel, langsam. Ja, Stück ja, nach ja. Links, also mit dem. Also diese Dinger gehen sehr, sehr gerne schnell in mit Flammen dem Arsch auf. Nach links ein bisschen. Du stehst jetzt fast komplett auf dem Rollfeld. Ja, setzt du noch ein Stück zurück. Wenn wir mit unserem BMW eine schöne Drehung hinlegen. So, du hast noch Platz. Fahr, Junge, fahr. Ich würde sagen, ja, das reicht. Du stehst gar nicht auf dem Rollfeld, du stehst auf einer Nebenstraße, aber zum Starten sollte es reichen, oder? Bremse funktioniert gerade nicht. So, jetzt. Ja, wir fahren am besten doch aufs Rollfeld, bevor wir irgendwie ja, das noch. Das Rollfeld ist ein Stückchen weiter rechts hier, wo ich bin. So. Ja, ich bin drauf. Das andere Rollfeld genommen, aber okay, so. Ein Stück zurück noch. Auch wenn wir jetzt von der falschen Leiter anfangen zu fliegen, so. Da hinten ist irgendein Item. Item? Und was für ein Item? Ich glaube, das sind Sexpuppen. Wo sind die? Ach, da links irgendwo, ne? Ja, ich sehe sie. Ich hole sie mal. Flugzeug? Ja, das sind Sexpuppen. Die nehmen wir gleich mit in unseren Kombi. Bitte, nein. Die Handbremse versagt gerade. So, wir haben jetzt $1.000 dafür bekommen, dass wir Sexpuppen gefunden haben. Nein, nicht das Flugzeug haben. So, ich stelle unseren BMW jetzt mal hier ab. Der ist ja gespeichert worden. Dadurch, dass wir ihn bearbeitet haben, können wir ihn in unserem Domizil wiederholen. Wir steigen aus, machen das Licht aus, machen die Tür zu. Ja, die Tür geht von alleine zu, hoffe ich doch. Ja, die Tür geht von alleine zu. Und jetzt gucken wir mal, wo ist der Einstieg, rechts oder links? Ich glaube rechts, ich kann, habe gerade eine schlechte Kamera. Nein, er ist links. Jetzt sind wir vergebens um Flugzeug gelaufen. So. Die Klappe geht nicht auf, wir gehen einfach durch. Scheißegal, wir können es halt. So. Jetzt fliegen wir eine Runde. Ich mache eben den Tricks Navi aus, das nervt nämlich. Wir gehen schon steil in die Luft hier. So, und dann fliegen wir jetzt einfach mal die Skyline an. Wir sehen hier jetzt gerade frontal, ja, gerade schon gesagt, die Skyline der Stadt. Links ist dieser Turm, den ich eben schon gesagt habe, mit den grünen Lampen drauf, der an der Seite auch irgendwo Lampen, da kann man drum rumfliegen, vielleicht sehen wir sie dann. Ja, wir sehen hier jetzt rechts, beziehungsweise sehen jetzt hier gerade im Bild die einzelnen Hochhäuser der einzelnen Fraktionen, die grünen, türkisen, roten und hier ist der Saints Tower, glaube ich. Das gehört, glaube ich, in also Saints. Solange wir es nicht wissen, nennen wir es einfach mal Strip Club. Wegen der tollen pinken Werbung. So, links sehen wir, dass das Gebäude doch grün ist.
auch weil ich mich mit den Lampen ruiniert habe, aber das Gebäude ist grün, wir sehen es hier ganz klar. Ja, hier sehen wir dann auch hier links die Kopie der Statue of Liberty, also die Freiheitsstatue. Das ist super, vor allem dieses sinkende Schiff davor. Wir fliegen jetzt mal ein bisschen näher ran, damit ihr auch erkennen könnt, was das eigentlich hier wirklich darstellt. Ja, es. Wir sehen hier, glaube ich, einen Bauarbeiter mit einem Presslufthammer oder der so. Der gießt Stahl. Ach ja, der gießt Stahl, genau. Ich finde es zwar sinnlos, wie er ihn gießt, weil das irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Stahl auf einen Stahlträger zu gießen, vor allem weil nichts anderes ist, was er damit verbinden könnte oder sowas. Wobei das glaube ich irgendwie halten würde. So, hier wieder der schöne pinke Turm. Dort hinten sehen wir das Industriegebiet. Da ist das Haus von den Grünen, sage ich mal. Die Blauen haben das Atomkraftwerk, die Grünen haben diese Dinge da. Wir fliegen gerade mitten zwischen den Türmen her. So. Ja. Und diese abnormale Leuchtreklame strahlt hier zwei Häuser an, die von dieser Seite schon pink aussehen. Und wir fliegen wieder ein Stückchen hoch. Sehen da hinten irgendwelche Lampen. Ich guck mal so ein bisschen. Ich glaube, hier gab es auch so einen Central Park. Ja, da musst du nach weißen Lampen gucken, die hier irgendwo sind. Wenn du auf die weißen Lampen zufliegst, ich glaube zwischen den pinken durch. Ja, hinter uns ist der. Genau hinter uns. Wenn du nochmal zwischen den pinken durchfliegst auf die weißen Lampen zu, dann ist unter dir gleich der Park. Wir sehen hier rechts so ein kleines Inselchen. Wir leben halt auf einer Insel. Wir sehen hier abnormal viel Industrieabfälle, die in der Luft rumfliegen. Und hier links ist gleich auch der Park. Hier links um die Ecke. Wir sehen schon den Rand, den Teich. Ja, so ein kleiner Park. Ja, und könnte man so ein bisschen vergleichen mit dem Central Park, der ja auch in Manhattan liegt. Und jetzt versuchen wir ein Looping, aber das habe ich. Nein, versuchen wir nicht. Weil das nämlich eh nicht klappen wird. Ich habe es nämlich noch nicht einmal geschafft, hier ein Looping zu fliegen, weil sich sonst mein Ruder hinten einfach nur verdreht hat. Und man dann quasi rollen geflogen ist in der Luft. So, hier ist der Highway da unten, auf dem ich eben fahren wollte, aber ich habe anscheinend nur eine Nebenstraße erwischt gehabt. Dieser Highway verläuft quer durch die Stadt, von A nach B. Ja, wir fliegen hier gerade mal runter. Was hast du denn vor? Du willst da durchfliegen. Oh, das war knapp. So, und ja, gefundene Orte, Kunstflug. Ja, wir landen gerade hier auf der Autobahn. Das nennt sich Skill. Wir nehmen mit unserer Flügel natürlich die ganzen Schilder mit, blockieren auch so ein bisschen den Weg. Ja, die Handbremse spielt gerade nicht so mit. So. Was hast du jetzt noch vor, in weiteren Plänen, außer aussteigen? Ja, das war jetzt so ein kleiner Einblick erstmal. In die Stadt. In die Stadt, ja genau, so ein bisschen die Umgebung zeigt. Wir werden einen genaueren und detaillierteren Rundflug nochmal machen. Wir begeben uns jetzt am besten erst zurück in unser Domizil und nehmen auch nochmal kleine Zellen, wo wir uns ja eingekleidet hatten. Zwar nicht in dieser Filiale, aber in einer anderen. Wir gucken kurz auf die Map. Irgendwas hupt mich hier an. Domizil ist da. Shawnee's Loft ist das. Hier hupen schon diverse Leute. Weil wir im Weg stehen. So, jetzt gibt mal Gas hier. Das ist ein schönes Motorrad. So, jetzt fahren wir auf dem besagten Highway. Unser Flugzeug ist da hinten irgendwo geparkt, glaube ich, falls es dann schon verschwunden ist. Links eine Limo. Diverse andere Wagen. So, die FPS gehen gerade kurz runter. So. Wir fahren jetzt hier. Baggen uns quer durch ein Auto, was dort gegen die Wand fährt. Rechts ein Betonmischer, links eine Kehrmaschine, finde ich nicht so toll, die würde uns nicht einfach zerquetschen. Und wir fahren jetzt hier gleich vom Highway runter, gleich wird irgendwo rechts unser Loft auftauchen, beziehungsweise das Loft von Shawnee. Wir fahren mit geschätzten 100 km/h, vielleicht sogar mehr, aber unsere Haare halten Stand. Wir sehen, dass sie sich nicht ein Stück bewegen, zumindest nicht nach vorne oder hinten. So. Ja. Wir steigen jetzt aus. Und gehen rein, so. Der Wärter Orentius macht uns hier die Türen auf. So, gehen jetzt zurück in unseren Raum. Auch unser Bett, das wird mit drei Leuten teilen müssen. Weil ja, hier wohnen ja der Orentius, ich und die Shawnee. Haben aber nur ein Bett. Dafür haben wir eine Küche.
und ein Sofa mit zwei Fernsehern. Wie schon angesprochen, das eine hat nur Panoramabild, aber egal. Hier eine Kollektion von Schrotflinten an der Wand. Ja, Granaten liegen hier rum. Wir haben ja eigentlich alles, was das Herz so begehrt. Eine komische Uhr. Und ja. Jetzt gehen jetzt hier mal in unsere, auf unser Bettchen, was sowieso total dreckig ist. Da können wir auch mit Schuhen drauf. So, und das war jetzt unsere, ich glaube, sechste Folge. War es die sechste? Ja, das war unsere sechste Folge. Das war die sechste Folge von Let's Play Saints Row the Third. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es war auch nicht zu langweilig, weil wir eigentlich nur ein bisschen geflogen sind. Jetzt seit drei Folgen eigentlich nur rumgefahren und rumgeflogen sind. Ich hoffe, es stört euch nicht. Die Mission kommt. Ja, in jetzt. Den nächsten Folgen werden wir jetzt auch die erste Mission machen, weil wir jetzt das Grundlegende soweit alles fertig haben. Wir haben ein Auto, wir haben Kleidung. Wir müssen vielleicht nochmal vor der Mission zum Waffenladen fahren und Munition kaufen, aber sonst war es das auch eigentlich schon. Und dann, ja, wir freuen uns, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, euer Team React.